Abgewärmt. Glow in the dark ink. I wrote the names on the front. From the person they died? Every person. The first one I ever made is all with about 3,000 butterflies, and then with disappearing ink. Every person who died. I wrote the name on each butterfly, so when you turn the lights off, the whole piece is dark, and all you see are the names, and they just glow. Where is this picture now? It's in New York. In New York. In New York. Yeah. And how big is it? How big is it? It's about three times the size. Okay, yeah, much, much, much larger. But its installation, instead of it being metal put together, all the butterflies have rods on the back, and I attached them to the wall. So a piece comes out about this far. All the butterflies are everywhere. Oh, yeah. Super. Yeah. Very nice. Okay. I can only do it. I was born an artist and just matured over the years. I think that's a very beautiful saying. Von David Krakow stammt die Idee, dass er als Künstler geboren wurde und nur über die Jahre gereift ist als Künstler. Wie war für einen Mann, der schon mit 12 Jahren als kleiner Junge als jüngster Künstler im Boston Museum of Fine Arts ausgestellt hat und dort auch immer noch zu sehen ist? Für die Zusammenarbeit zwischen Galerie und Künstler ist maßgeblich der Kontakt zum Manager und deswegen freuen wir uns besonders, dass Guy Martinowski mit aus Tel Aviv angereist ist. Welcome, Guy, wherever you are, Schauspieler. Er brillierte in Film und Fernsehen. Ich verbinde ihn besonders mit dem Kellertheater in Köln und zuletzt mit dem Film Der Verleger, der mich besonders beeindruckt hat als Axel Springer. Er besticht und überrascht durch seine Wandelbarkeit. Manche handeln ihn als den deutschen George Clooney. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Oder Ihre Frau. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Heiner Lauterbach. Dankeschön. Ja, mir gefällt eigentlich so ziemlich alles daran. Sagen wir mal, der erste Eindruck ist ja sehr entscheidend, oft im Leben. So auch bei der Kunst, also wenn man reinkommt, wenn ich hier reinkomme und habe zum Beispiel das zuerst gesehen, dann spricht mich das an, ganz intuitiv, ich kann gar nicht sagen warum. Und dann, wenn ich mich ein bisschen näher damit beschäftige, ich muss gestehen, ich war heute schon auch in Google und habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe mich eben lange mit David unterhalten können, was ein sehr schönes Gespräch war, und finde zum Beispiel diese Idee, die er da umgesetzt hat, mit dem verschwundenen World Trade Center, was sich nur noch im Wasser spiegelt und an deren Stelle, an den Stellen der Türme dann die Schmetterlinge aufsteigen. Er hat mir eben erzählt, dass er in diesem Original von diesen Dingen, die also fast 3000 Schmetterlinge hat hochsteigen lassen und die Namen der Toten hinten drauf geschrieben hat. Und das finde ich etwas unglaublich Schönes. Ich könnte fast selber weinen, fast. I almost cry myself now when I want to talk about it. Weil er erzählt hat, als er das gemacht hat, musste er auch immer meinen. Und das finde ich eine unglaublich schöne Sache, wenn Kunst so weit gehen kann, dass sie solche Dinge machen kann, dass sie diesen Menschen, diese Menschen würdig, die da gestorben sind, dass sie derer gedenkt, im Rahmen einer so tollen Arbeit, dann finde ich das unglaublich schön. Und dann freue ich mich, dass wir solche Künstler auch haben. This has personal meaning. I can't tell the story behind it because I keep it for myself. When people ask me where I get my inspiration from, if I tell people what this means to me, then every time they look at it, they'll think what I say. But everybody that looks at it sees something completely different. So I don't want to take that away from people. I like the fact that if I see one thing, somebody sees something completely different. It's like reading a book. You imagine what a character... Exactly. And the thoughts of language. You read a book and you imagine what a character looks like. But then you see the movie and it's already told for you, so your image might not be the same. That's what I think of when I look at art. There's a painting downstairs of Hollywood and the Hollywood sign.
if you had it as a map, my house is right here in the painting in Beverly Hills. And I drove on that street every day. And I love the painting because it reminds me of my childhood. Okay. So everybody sees something different. That's what I love about art.